Der Anfangshype zur neuesten The Sims 4 Erweiterung ist langsam verflogen und damit stellt sich wieder die Frage, was die nächsten Inhalte für The Sims 4 sein könnten. In diesem Video möchte ich auf die Infos, die wir bereits haben, und meine weiteren Vermutungen eingehen. Auch wenn wir gerade erst einen neuen großen Inhalt erhalten haben, finde ich es immer ganz spannend zu überlegen, was in der nächsten Zeit noch so für unsere Lieblingssimulation kommen könnte. Hierzu lohnt sich immer ein Blick in den regelmäßig erscheinenden Quartalsteaser, der schon seit einigen Wochen, kurz bevor Pferderanch angekündigt wurde, auf Twitter zu sehen ist. Wenn wir uns die Liste an Punkten von Juli bis September anschauen, fällt auf, dass wir hier bereits den ersten und dritten Punkt erhalten haben. Die Erweiterung ist schon seit zwei Wochen draußen. Jetzt folgen fast nur noch die neuen Sets, zu denen sich auf der Grafik ein paar kleinere Hinweise versteckt haben. Diese habe ich damals tatsächlich trotz genauerem Hinschauen nicht bemerkt, sind aber eigentlich recht eindeutig. Unten links haben sich nämlich hier eine Badehose und ein sehr moderner Stuhl versteckt, womit wir die möglichen Themengebiete schon deutlich eingrenzen können. Die Kategorien scheinen klar zu sein, ein Erstelle einen Sim und ein Baumodus-Set finden den Weg ins Spiel. Die Badehose deutet wohl recht eindeutig auf neue Klamotten, die man zum Baden anzieht, hin. Das wäre für mich persönlich ein recht unnötiger Inhalt, gerade da man die Badesachen der Sims ziemlich wenig im Spiel sieht und diese Klamottenkategorie für mich persönlich kaum interessant ist. Viel spannender hingegen ist wohl der Stuhl, bei dem ich mir ein modernes Wohnzimmerset gut vorstellen kann. Damit hätten wir einen besonders nischigen und alltagstauglichen Inhalt mehr im Spiel, der so auf den ersten Blick nach keinem Must-Have klingt. Das ist aber bei den 5-Euro-Inhalten ohnehin fast nie der Fall. Ebenfalls spannend ist natürlich, wann die beiden neuen Sets erscheinen werden. Hierzu können wir uns ein wenig an den vergangenen Sets für The Sims 4 orientieren. Hier war es bei den letzten 6 Veröffentlichungen so, dass die Sets immer im Zweierpärchen erscheinen. Damit liegt also die Vermutung nahe, dass auch die neuesten beiden Sets wieder am gleichen Tag veröffentlicht werden. Auch wenn es für uns Spieler ja besser wäre, wenn diesen Monat und im September jeweils ein Pack erscheinen würden. Das sieht EA aber wohl scheinbar anders. Ich kann mir vorstellen, dass die Entwickler in diesem Monat eine kleine Pause mit neuen Inhalten einlegen werden. Und vielleicht noch ein neuer, kleiner Sims Delivery Express erscheint. Und dann im nächsten Monat die beiden neuen Mini-Inhalte innerhalb von einer Woche angekündigt und danach erscheinen werden. Ansonsten sieht es aber leider recht unspannend in den nächsten 8 Wochen aus. Auf dem Quartalsteaser taucht noch nicht mal ein neues Update auf. Hinter dem hier genannten und mehr versteckt sich, wenn wir nochmal in die Vergangenheit schauen, meistens kein echter neuer Inhalt. Hierzu zählen für die Entwickler eher kleinere Twitter-Aktionen oder ähnliches. Für die Zeit nach dem September haben wir aktuell keine neuen Infos, eine Erweiterung halte ich hierfür ausgeschlossen. Das letzte Gameplay-Pack allerdings ist jetzt schon ein ganzes Jahr her, vielleicht können wir hier nach dem Werwölfe-Gameplay-Pack dann das 13. Pack aus dieser Kategorie erwarten, wer weiß. Einige Simmer spekulieren hier besonders auf ein Pack mit Feen, da hier die Entwickler in der Vergangenheit auf TikTok ein paar recht eindeutige Feen-Emojis gepostet und in den letzten Packs einige Referenzen zu den beflügelten Wesen zu finden waren. Hierzu gibt es aber ansonsten kaum richtige Belege, deswegen solltet ihr dieses Thema erstmal nur als Spekulation betrachten. Bis zum Ende des Jahres werden vermutlich noch mehr Sets erscheinen, hier höre ich schon eure Euphorie sprühen. Wenn wir einen kurzen Blick auf 2024 werfen wollen, wird es dann die von der Community abgestimmten Sets mit mittelalterlicher Burgenarchitektur und Klamotten im Gothic-Style geben. Bis Anfang nächsten Jahres dauert es aber wohl noch ein bisschen. Was denkt ihr zu den kommenden Sets? Gefallen euch die Pack-Themen oder sollten die Entwickler sich lieber mit anderen Inhalten beschäftigen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.